Vor vielen Jahrhunderten, zur Zeit, als die Pyramiden erbaut wurden, spielten ägyptische Pharaonen ein Spiel von gewaltiger und schrecklicher Macht, das Spiel der Schatten. Dieses Spiel mündete in einen Krieg von unvorstellbarem Ausmaß, der die ganze Welt zu zerstören drohte, bis ein mutiger und mächtiger Pharao die Magie bändigte und sie in mystischen Gegenständen gefangen hielt. 5000 Jahre später lüftet ein Junge namens Yugi das Geheimnis des Millenniums-Puzzles. Die alten mystischen Energien durchströmten ihn, weil das Schicksal ihn dazu auserwählt hat, die Welt vor der Rückkehr des Spiels der Schatten zu bewahren. So wie es einst der mutige Pharao getan hatte, 5000 Jahre zuvor. Okay, Leon, willst du mal erklären, was wir heute machen? Wir spielen ein Best of Three. Ja, mit? 2000 Lebenspunkte. Mit 2000 Life Points möge der Bessere gewinnen, muss der Verlierer ins Reich der Schatten beim nächsten Mal. Ja. Okay, und ich würde sagen, der mächtige Stein regelt. Ich sag mal, wenn du verlierst, muss Yugi ins Reich der Schatten. Wenn ich verliere, muss Yugi ins Reich der Schatten. Yugi ist doch schon lange im Reich der Schatten. Dann muss er ins doppelte Reich. Der darf doch nur Teilzeit raus. Kann jetzt mal einer von uns hier. Jetzt mal ernsthaft! Junge! Danke! Okay. Los geht's! It's time to do. 2000 Lifepunkte ist halt schon echt böse, wenn man mal drüber nachdenkt. Okay. Ich spiele zwei Karten verdeckt, Monster verdeckt in Verteidigungsposition und beende meinen Zug. 2000 Life Points ist halt echt der größte Abfuck. Kann man in einem Zug einen Gegner schnell weghauen? Theoretisch, wenn er keine Monster hat und keine Fallenkarten. Ja, wenn man gar nichts hat, dann ist halt Ende Gelände. Okay. Ah, Schluck auf. Hi. So, dann muss ich mal dein Monster hier weghauen. Nicht mit Leben. Aktiviert sich dann, ja, kommt dann sein Effekt und hier, und was nimmst du auf deine Hand? Okay. Buga, buga, buga. Okay, dann aktiviere ich die Priesterin. Und dann hast du nichts mehr. Tschüss. Die Karte ist so ekelhaft und lass sie immer am Anfang irgendwie. Ja, ich brauche die Priesterin, die andere habe ich nur einmal im Deck. Okay. Weil meine Monster im nächsten Zug sowieso alle kaputt sind. Ist ja normal, ne? Greife ich die mit 100 Schaden mehr an. Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt mega auf die Fresse bekomme, aber hey! So, bitte, mach nichts Böses. Das war sowieso klar. Fuck. Okay. Du hast was zum Konto und Safe. Nee, das war nur ein Blöd. Alter, okay. Und jetzt kommt's drauf an, kannst du das Monster zerstören oder nicht? Ich kenne die eine Karte in deiner Hand, jetzt kommst du darauf an, was du ziehst. Das bringt mir nichts. Also theoretisch doch, aber... Soll ich machen? Soll ich Risiko machen? Ich weiß nicht. Sag ja oder nein. Es ist Runde 1. Wer zuerst 2 Punkte hat, gewinnt. Natürlich dann Risiko. Hey, ich hätte es sogar geschafft. Fuck! Was ist jetzt das Risiko dran? Kannst du noch ein zweites Monster auf der Hand? Nein, das nicht. Aber es ist halt... Dein Zug ist vorbei und ich gewinne! Ja, aber ich habe halt gedacht, so okay, hat nur irgendein random Monster, was ihm eh nichts bringt. Nö, das Monster hätte mir was gebracht, weil ich habe jetzt ein zweites Monster auf die Hand bekommen, mit dem ich dein Monster zerstören hätte können. Wenn ein Monster überlebt hätte, hätte ich mir ein anderes genommen, was dann stärker gewesen wäre. Aber so habe ich jetzt Runde 1 gewonnen. Okay. Und, danke für den Easy Win. Ja. 1-0. Okay, wir sehen uns gleich in Runde 2. Okay, Runde 2. Okay. Interessant auf jeden Fall. Ja, bei mir auch.
Okay, ich spiele ein Monster verdeckt, zwei Karten verdeckt und beende meinen Zug. Diese Karte hier? Ernsthaft? Ja. Okay. Das Monster an sich ist nicht gut, aber es bringt mir was in Kombination mit anderen Karten. Ja. Wie zum Beispiel meine beiden verdeckten Karten. Dann mach mal. Ja, 1500 recht leicht überbieten. Gucken wir mal. Ich hätte meine dritte verdeckte Karte auch gleich spielen sollen. Okay. Jetzt muss ich mal abwarten. Weil dann hätte ich jetzt gewonnen gehabt. Okay. Okay, jetzt beschwörst du Petalmonster und ich bin tot. Du bluffst. Was safe irgendwas darunter. Was dich schützt. Ja. Ich will dich lieber mal nicht pendeln lassen. Lieber mal nicht. Na komm, greif an, do it! Naja, ich greif an, I do it. Das locker irgendwas zum Blocken. Seh's schon. Wenn ich die im ersten Zug gespielt hätte, hätte ich dein Monster zerstören können, ich wäre nicht angegriffen worden, ich hätte im nächsten Zug mein Monster von der Hand Tribut beschwören können, es hat 2000 ATK und du wärst tot gewesen. Deine magischen Schwerte hätten mich auch nicht juckt. Aber hey! Schauen wir mal, was er machen kann. Ich habe ja noch minimal Zeit, kommt jetzt darauf an, was ich für eine Karte ziehe, ich kann es noch drehen. Das stimmt. Okay, das ist dein Win. Ich glaube die ganze Zeit, dass du einfach nur blöffen tust. Ja, das ist das Einzige, was ich noch machen kann. Okay. Wow. Gucken, ob du blöffen tust. Ne, ich blöff nicht. Okay. Ich hab das einfach falsch gemacht. Ich hätte da Gekibrech im ersten Zug schon spielen sollen. Na ja, gut, das war dein Sieg, weil ich hab echt ein Monster mit 2000 auf der Hand gehabt. Gut, 1-1. Ich fang gern an. Komm. Da hab ich einen Vorteil. Dann kann ich schon mal schauen, was. Hab schon Karten auf dem Feld. Und dann hab ich den Vorteil, je nachdem, was du machst, kann ich darauf reagieren. Wenn ich anfange, kannst du nicht darauf reagieren. Du musst darauf abwarten, was ich spiel. Und dann in deinem Zug, weil wenn du jetzt ein Monster spielst oder eine verdeckte Karte, kann ich schon darauf reagieren. Ich habe zwar eine Karte weniger, aber ich habe schon mal den Vorteil gehabt. Leider keine Fallenkarte gezogen oder Zauberkarte. Okay. Schade. Das heißt, du hast jetzt verloren. So easy kann's gehen! Was ist ernsthaft ein Monster mit 2000? Naja, ich habe mehrere Möglichkeiten, dich zu besiegen. Erstens, durch den seinen Effekt kann ich mir jetzt ein Monster von meinem Deck aufs Feld holen. Und zweitens könnte ich noch mein Monster mit 2000 von meiner Hand spielen, ja. Das war das Monster, was ich vorhin von meiner Hand spielen wollte, genau. Wenn ich mit 3 Geki dein Monster zerstören, mit 3 Geki breche und dann deine Zauber- und Fallenkarten auch alle, ne, weißt wie es gelaufen wäre, dann hätte es genauso ausgeschaut, nur dass ich jetzt ein leeres Feld gehabt hätte außer dem Monster. Ich hätte jetzt pendeln können. Ja, zu spät. Aber ich wollte es extra nicht machen. Ist vorbei.
Das ist das Kritische an 2000 Life Points. Man darf kein Potenzial verschwenden. Einfach alles raushauen. Weil der Gegner, wenn ein Zug macht, dann ist es vorbei. Hast du jetzt gerade gesehen? Ja. Okay, ja. Nice. Beim nächsten Mal, The Wash? Ja, beim nächsten Mal. Okay. Was bedeutet jetzt, Sweetie darf immer noch im Bereich der Schatten? Ja, der darf da. Ja. Putzen. Du darfst Kaffee machen. Auch, ja, wenn er mit Putzen fertig ist. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich habe festgestellt, ich muss bei 2000 Life Points viel, viel, viel mehr nachdenken. Du darfst halt keinen falschen Fehler machen. Falsche Fehler, okay, war auf jeden Fall nice.